mein Gott, wie klein er noch ist. Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal kuschelig vom Bett aus, weil es ist mittlerweile schon gleich um 11 und ich mag mein Bett. Ich hatte euch vor einiger Zeit ja mal ein 1000 Abonnenten Special versprochen und da hatte ich eigentlich vor, viele lustige Momente aus Steffi Vlog, den 5 Jahren, die ich diese Videos schon mache und produziere, zusammenzuschneiden. Aber ich dachte mir so, ihr könnt euch die alten Videos ja auch einfach angucken und das wäre irgendwie gar nicht lustig, so einfach nur diese ganzen Szenen ohne irgendwas zu gucken. Deswegen dachte ich, ich mache einfach ein Reaction-Video. Also, weil ich habe ja meine ganz, ganz alten Videos auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was da drin vorkommt. Ich habe hier meinen Laptop und werde jetzt mal auf meinen Kanal gehen. Ich mache ja schon Videos seit 2012. Ich glaube im Juni 2012 habe ich meinen Kanal erstellt. Qualitativ hochwertig oder hochwertiger ist es eigentlich erst zum Ende des Abiturs hingeworden. Also Anfang 2017, Mitte 2016. Wenn ich mir jetzt so meine Videos von vor über einem Jahr angucke, finde ich schon, dass die ziemlich leger sind, ziemlich unprofessionell und ich habe immer viel rumgeschlumpert, hatte da vielleicht mal keine Lust, ein Licht aufzustellen oder war da lustlos oder sah da kacke aus und habe da nicht ordentlich geschnitten und sowas mache ich heute nicht mehr. Ich bin jetzt schon ziemlich perfektionistisch. So. Jetzt will ich anfangen, das Video zu drehen und mein Wecker sagt mir, dass ich schlafen gehen soll. Sortieren nach. Oh hier, das Video war so geil. Das finde ich bis heute sogar noch richtig gut, weil das einfach so lustig war. Nein, keine Werbung. Das Intro. Vor allem, man sieht ja meine Schulter einfach. Dieser Pony. Das war ein gerader Pony, der einfach zu lang war und ich habe ihn zur Seite gekämmt als Seitenscheitel. Das sieht aus. Papa? Oh mein Gott, wie klein er noch ist. Und die Stimme. Oh mein Gott. Genau so habe ich meinen Bruder immer in Erinnerung. So stelle ich ihn mir immer vor, wenn irgendjemand meinen Bruder erwähnt, also Christian. Genau so habe ich ihn immer im Kopf. Diese kleine Fettfresse mit diesem frechen Lächeln und diese Frisur mit diesem Wirbel hier vorne. Genau so habe ich ihn immer im Kopf. Und wenn er jetzt reinkommt, weißt du, mit Kapuzenjacke und schwarzen Death-Metal-Shirts und dieser übelst langen Frise, der hat schon fast längere Haare als ich, ne? Das ist richtig. Und so richtig dunkel und dann so, yo, voll cool, ne? Und dann sehe ich aber eigentlich immer diesen kleinen Fratz. Oh, professionell, oder? Vor allem, wie er auch nicht ernst bleiben kann, ne? Mit Jogginghosen. Also, Requisiten hatten wir drauf, ne? Das konnten wir. Vor allem diese Tonqualität. Ich habe eigentlich gesagt, Papa ist ein Snickers. Da kam das gerade auf mit diesem Joke. Also, Requisiten, so Klamotten und so, haben wir voll gut beachtet. Situationsgerecht nachgestellt. So ist es wirklich immer abgelaufen. Wir kamen nach Hause, haben uns vor den Fernseher gesetzt. Und unsere Eltern kamen nach Hause und haben sich erstmal besperrt, warum nichts gemacht ist. Ist heute auch nicht anders. Aber da war, das ist der Unterschied. Damals war ich pünktlich um 2 jeden Tag zu Hause und hatte den ganzen Tag Zeit. Jetzt komme ich 21 Uhr nach Hause und drehe mitten in der Nacht noch ein Video, obwohl ich schon längst schlafen muss. Jetzt habe ich wenigstens eine Entschuldigung für. Hm.
wie ich einfach diesen Jump Cut verkackt habe, wie ich eigentlich dazwischen schneiden wollte, also hier. Aber egal, wir sind uns manchmal nerven und dann Jump Cut. Sie sind trotzdem okay, wie ich das einfach nicht rausgeschnitten habe. Komplett verkackt. Was gibt's denn noch? Oh, überall Lafayette-Poster, ey. What the fuck? Das mache ich tatsächlich immer noch gerne. Ja, klar, hüpf halt während des Videos einfach mal durch dein mega unaufgeräumtes Zimmer. Wenigstens ist die Kulisse jetzt ordentlich, sonst ist sie auch nicht wirklich aufgeräumt. Aber ihr merkt schon, ich war früher echt kreativ. Ah, ich habe mal ein interaktives Video gemacht. Das war wie so ein Spiel. Ja klar, weil Einbrecher auch mit dem Schlüssel klimpern. Warum ist die Tür offen? Aber spannend ist es, ne? Hm, wir machen mal Haus durchsuchen. Vor allem, wie motiviert ich diese Treppe hochgehe. So komplett ausdruckslos. In Christians Kinderzimmer gefilmt einfach. Einfach ohne zu fragen da reingegangen. Man lernt über die Jahre so viel dazu. Und ich würde jetzt niemals einfach so ein Horrorspiel, wenn ich das doch mal reproduzieren würde, würde ich nie einfach die Treppe hochgehen. Was? Ich würde das so heftig ausschmücken, das so spannend gestalten. Ich würde es so viel besser machen. Sowas ist mir jetzt schon peinlich, das einfach nur anzugucken. Soll ich das nochmal reproduzieren, dieses Spiel? Das wäre eigentlich mal cool zu wissen, wie ich das mit meiner jetzigen Erfahrung machen würde. Das wäre echt cool zu wissen. Ja, ich mache da einfach mal eine Umfrage in die Infokarte und stimmt mal bitte ab, ob ich das mal reproduzieren soll mit meiner jetzigen Erfahrung, dieses interaktive Spiel. Stimmt mal bitte ab, das würde mich übelst interessieren. Um 5? Was für eine verbotene Zeit. Um 5 ist doch viel zu spät. Ja, und dann liegt da auf einmal mein Bruder, der schon wieder nicht ernst gucken kann und lächelt, während ich ihm das Gesicht das Band abreiße. Ihr könnt das Spiel ja mal durchspielen und dann seht ihr selber, wie es weitergeht. Ach ja, Internetverbot, das war auch cool gemacht. Darauf bin ich auch stolz, das würde ich nicht löschen. Das fand ich auch richtig lustig. Da habe ich auch schon besser geschauspielert. Tatsächlich ist es wirklich so. Diese Musik passt auch so perfekt dazu, ne? Eigentlich nicht. Schön weiter schreiben. Da habe ich mit meiner übertriebenen Werbestimme geredet. Total bescheuert, ey. Aber ich finde, das Video ist echt kreativ gemacht. Und auch schauspielerisch gut. Und da kann man über die Qualität hinwegsehen. Also das finde ich nun wirklich, das ist schon ein cooles Video gewesen, ja. Vor allem so rangezoomt und ich habe es nicht mal gemerkt. Nicht mehr aufgeräumt. Das soll ich aktiv sein. Dumm rumstehen. Nur dieses dumme Face, ey. Der Pony! Seht ihr Christians Pony? Oh mein Gott, das ist ja cool. Zur Erklärung, ich habe meinen Bruder früher immer Schnitzel genannt, das war sein Spitzname. Den Schnitzel-Wegschubsen. Neben Papa rumstehen. Papa hat so gut mitgespielt. Schreibt mal irgendwie, was ihr denkt. Also wie euch das Video gefallen hat, beziehungsweise was ihr denkt, krass sich meine Videos verändert haben. Das ist ja
ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Das ist heftig. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es genauso heftig findet wie ich. Und abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch die Glocke, damit ich weiß, dass ihr meine Videos per Benachrichtigung erhaltet und es auch nicht verpasst. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video, nächsten Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, bye bye.